Wie groß ist der Wert von x in dieser unpräzisen Abbildung? Wir suchen also die Öffnung von diesen drei Winkeln, die gleich ist. Wir suchen dieses x. In diesem Dreieck ist die Summe der drei Innenwinkel gleich 180 Grad. Also muss dieser Winkel 110 Grad minus x messen. Dieser Winkel dann aber auch, weil das ja zwei Scheitelwinkel sind. In diesem Dreieck ist die Summe der drei Innenwinkel wieder 180 Grad, also muss dieser Winkel 100 Grad minus x messen. Dieser Winkel und dieser Winkel, das sind aber Scheitelwinkel, also haben sie dieselbe Öffnung. Die Summe der drei Winkel in diesem Dreieck ist ebenfalls 180 Grad. Also gilt 110 Grad minus x plus 100 Grad minus x, das ist 180 Grad. Aus dieser Gleichung schließen wir sofort, dass x 30 Grad sein muss. Also ist Antwort A die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir auf eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade antworten.